Хорошо, что нет стен. Und es ist gut, dass es keine Mauern mehr gibt. Aber Trennungslinien entstehen wieder. Und wenn man durch irgendetwas besorgt sein sollte und worum sich die gegenwärtigen Politiker, die heutigen Politiker Gedanken machen sollten in Zentraleuropa, auch in Osteuropa und so weiter, worüber sie sich Gedanken machen sollten, unter keinen Umständen einen Krieg zuzulassen, eine neue Konfrontation unter keinen Umständen zuzulassen. Ich dachte, dass unsere Politiker in Russland zu scharf auf die Raketenabwehr in Europa reagieren, auf die beabsichtigte Stationierung, aber jetzt frage ich mich langsam aber auch, was soll das alles? Wir sehen ja, dass die Raketenabwehr als Abwehr gegenüber Russland gedacht ist. Alles andere ist nur Gerede oder eine Nebelwand, um die Wahrheit zu verdecken. Ja, und im Ergebnis hat die russische Regierung gesagt, wir stationieren Abwehrmittel oder Verteidigungsmittel da und da und wir sind bereit, Waffen einzusetzen, die unsere Sicherheit gewährleisten. Und was bedeutet das? Das bedeutet den Dritten Weltkrieg. Und wenn man, wenn Russland und die USA sich wieder in die Wolle bekommen, ist das Dritter Weltkrieg. Das wird sich nicht auf einen lokalen Krieg beschränken. Und wir müssen uns nochmal klar machen, dass die Lehre, Sie wissen, der Kalte Krieg war zu Ende. Unsere Partner triumphierten und wurden im Westen betriebsblind, insbesondere in den USA. Sie wollten ein neues Imperium in der Welt aufbauen mit einer Supermacht. Wozu? Ich sage, die Deutschen sind eine ernsthafte, eine reflexive Nation und sie wissen, was man da in den USA sagt. Und wenn sie darauf nicht reagieren, sondern manchmal auch noch nicken, das heißt, das alles ist nicht besonders ernst zu nehmen. Man will Russland ein bisschen in Furcht und Schrecken versetzt. Und man hat in Europa nach wie vor ein bisschen Angst vor Russland. Und wir wollen doch nur aufbauen. Mehr als wir hat im 20. Jahrhundert niemand Krieg geführt. Wir mussten so viel erleiden. Und ganz nebenbei gesagt, wir hatten nach Ende des Zweiten Weltkrieges keine Pläne, um Kampfhandlungen gegen die USA zu beginnen. Ich weiß es, ich muss es wissen. Und plötzlich geht es wieder los. Das erinnert mich an diese 200 oder 300 Stützpunkte der USA verteilt über die ganze Welt aus dem Zeitalter des Kalten Krieges. Und wem haben sie was gebracht? Ich habe den Eindruck, dass eins der Übel dieses Systems, in dem der Westen lebt, und auch mit dem Konsens von Washington, mit diesem radikalen Markt, dieser radikalen Marktphilosophie, das alles hat sich doch nicht positiv bewahrheitet oder gezeigt. Was haben wir bekommen? Blasen, eine Blase nach der anderen, die alle geplatzt sind. Und man sollte doch endlich mal begreifen, dass ein Ausweg nicht im Wettrüsten, nicht in einer Militarisierung der Welt und der Wirtschaft liegen, weil wir werden wieder nur Geld zum Fenster
rausschmeißen. Und Bundesfinanzminister AD Weigel sprach von 10 Milliarden D-Mark oder Dollar, Mark waren es, natürlich Deutschmark, die er damals Gorbatschow nicht gegeben hat. Wie viel Geld werfen wir einfach umsonst zum Fenster hinaus? Der Eisenhower wird wieder zitiert, General und Präsident. Gestern kam mir nochmal der Gedanke und ich habe mir nochmal einen Film angesehen. JFK über das Attentat auf John Fitzgerald Kennedy. Ich mag solche Filme und man sollte sie sich von Zeit zu Zeit ansehen, damit man einfach wach bleibt, nach Möglichkeit hellwach. Und Eisenhower, um nochmal darauf zurückzukommen, hatte gesagt, dass der militärisch-industrielle Komplex eine gefährliche Sache ist und man sollte nie die Kontrolle darüber verlieren. Er hat es auf eine Art und Weise geäußert, wie niemand vor ihm zuvor. Und ich will sagen, der Mann hatte recht. Der militärisch-industrielle Komplex in unseren großen Ländern, das sind diejenigen, die den Ton angeben, die auf die Politik Druck ausüben. Ich sehe, wie das bei uns der militärisch-industrielle Komplex macht. Der ist auch Gorbatschow gegenüber sehr kritisch eingestellt, noch wegen der Perestroika und der Befreiung des Landes von diesen Militärausgaben. Aber die Leute waren es gewohnt, immer die erste Geige zu spielen. Und ich finde, dass wenn eine Wirtschaft die Menschen nicht versorgen kann, dann ist das eine kranke Wirtschaft. Und eine solche Wirtschaft muss geheilt werden, und zwar mit radikalen Mitteln. Das war meine Idee, das war mein Ansatz. Und das wiederhole ich auch noch heute. Aber nein. Was erzählt man den Leuten? Man erzählt ihnen Dinge, dass sie Angst bekommen. So, und jetzt rüsten wir auf. Aber wenn man sich die Lage genau ansieht, dann sieht man doch, dass unsere Regierung richtig und angemessen handelt, weil, ich sag's einfach, hol's der Teufel. Es gibt kein System für das Fällen von globalen Entscheidungen in einer Welt, die bereits global ist. Solche Mechanismen fehlen uns ganz einfach noch. Und ich habe mit großem Interesse vernommen, dass wir niemanden, das sagte Ihr Ministerpräsident, dass wir zu helfen bereit sind, aber nicht bereit sind, Geld in ein Fass ohne Boden zu werden. Die Deutschen waren ja Initiatoren des Euro.